Guten Morgen, es ist Sonntagmorgen. Ich will eine Dreiviertelstunde lang vorlesen. Ich werde gleich unterbrochen werden vom Ofen, weil ich mir selber Brioche mache zum Frühstück. Vorher gibt es einen Milchkaffee und ich lese vor und ich stelle die Uhr schon mal auf eine Dreiviertelstunde. Und es geht um EÜR, leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. So. Müsste ich das schon hier nicht machen? Naja. So, ich bin angekommen im vierten Teil des Buches, der überschrieben ist mit viertens Besonderheiten der EÜR, und ich sage es nochmal, es geht um EÜR, leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag Berlin. So. Ich habe mich mal mit einem Finanzbeamten im Außendienst im Kreis Eichstätt, das ist da, wo die katholische Kirche in Deutschland ihr Geld hinschafft, unterhalten. Der hat gesagt, das sind die offiziellen Schulungsunterlagen für Nordrhein-Westfalen. So, von daher. Es ist Sonntagmorgen. Um 9 Uhr sollten eigentlich in St. Josef oben die Glocken läuten, also kurz vorher. Ich bin mal gespannt, ob das stattfindet. Man müsste es hören. Oder nach 9, ich weiß es nicht. Bei dem da oben. Viertens Besonderheiten der EÜR. Lektion 16. Zu- und Abflussprinzip. Ein Grundsatz der Einnahmeüberschussrechnung ist, dass Betriebseinnahmen erst bei Zufluss und Betriebsausgaben erst bei Abfluss berücksichtigt werden. Die gesetzliche Grundlage dieses Prinzips findet sich in Beschluss 11 des Einkommensteuergesetzes. Natürlich gibt es im Steuerrecht von diesem Grundsatz eine Reihe von Ausnahmen, die Ihnen diese Lektion näher bringen möchte. Erste Ausnahme. Die wirtschaftliche Verfügungsmacht in Anführungsstrichen gesetzt. So. Erste Ausnahme, die wirtschaftliche Verfügungsmacht, Fall 80, ein paar Erlöse. Ein paar klein geschrieben und nicht groß. Dann hätte man einen Mann und eine Frau geschenkt bekommen. Vielleicht mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland auch zwei Transgender oder sowas. Rechtsanwalt R. hat 3 Honorarrechnungen geschrieben. A. Der säumige Zahler Z. gab einen Überweisungsauftrag am 15.12.01 bei seiner Hausbank ab und ließ sich die Abgabe quittieren. Die Überweisung von Z wurde mangels Deckung nicht ausgeführt. Tatsächlich erhielt Rechtsanwalt R. erst am 18. Januar 02 sein wohlverdientes Geld. Kann ich mir nicht vorstellen bei einem Rechtsanwalt, dass das wohlverdient war. B. Luftikus L. zückt ebenfalls am 15.12. sein Scheckheft und übergab Rechtsanwalt R. einen Scheck. Dieser konnte ihn jedoch wegen seines Weihnachtsurlaubes, so kann man bei Rechtsanwälten auch eine Gefängnisstrafe nennen, ebenfalls erst am 18. Januar bei seiner Hausbank einlösen.
Du hast 2,5 Jahre Weihnachtsurlaub. Kommt in Deutschland auch nicht vor, deshalb ist das hier der größte Scheißhaufen der Welt. Mir reicht schon wieder, was heute Morgen hier passiert ist. C. Sein Bruder B. erteilte ihm eine Einzugsermächtigung. Die entsprechende Lastschrift wurde ebenfalls am 15.12. dem Bankkonto gutgeschrieben. Während der Feiertage kam es aufgrund des abgebrannten Gänsebratens zum Zerwürfnis. Bruder B. widerruft den Einzug. Der Rechnungsbetrag wurde Ende Januar zurückgebucht. Wann sind jeweils die Einnahmen zu berücksichtigen? Zu A. A ist der säumige Zahler Z und am 18.02. kommt das, am 18. Januar 02 kommt das Geld. Zu A. Rechtsanwalt R hat die Zahlung von Z erst im Folgejahr zu versteuern. Die wirtschaftliche Verfügungsmacht erfolgt mit Gutschrift in Klammern im Januar 02, Klammer zu, auf seinem Konto. Zu B, da hat er einen Scheck bekommen und dann hatte er seinen Weihnachtsurlaub. Bei der Scheckzahlung gilt der Grundsatz, dass die wirtschaftliche Verfügungsmacht mit der Übergabe des Schecks erfolgt. Schecks sind wie Bargeld, kenne ich auch so. Wenn der sofortigen Einlösung keine Abrede entgegensteht, zum Beispiel aufschiebende Bedingungen, die gibt es nicht. Rechtsanwalt R. hat demnach die Einnahmen bereits im Jahr 01 zu versteuern, unabhängig von der Gutschrift im Jahr 02. Mir kann auch keiner sagen, wenn ich ein Honorar in bar erhalten habe, dass ich das nicht ausgeben darf. Ich meine, es passiert hier. Warum, habe ich ja schon erklärt. Aber aufschiedene Bedingungen gibt es bei einem Scheck nicht. Willkommen in der kleinen übersichtlichen Welt von EUR leicht gemacht. So. Zu C, die Einnahme ist im Jahr 01 zu erfassen. Ich glaube, in Düsseldorf bei der IKB gibt es sogar noch einen 24/7 Nachtschalter. Da kann man den Scheck die ganze Zeit einlösen. So, da gibt es das Zerwürfnis mit einer Rückbuchung zu C. Die Einnahme ist im Jahr 01 zu erfassen. Die wirtschaftliche Verfügungsmacht erfolgte mit Gutschrift auf dem Bankkonto. Mit Rückbuchung in 02 ist eine negative Betriebseinnahme zu erfassen. Sein Gewinn in 02 wird um die zurückgebuchte Einnahme gemindert. Falsch wäre es, bereits im Jahr 01 die Einnahme nicht zu berücksichtigen. Umgekehrt gilt das dargestellte Prinzip natürlich auch für Betriebsausgaben. Fall 81, PC-Reparatur zum Jahresende. Im November des Jahres 01 lässt Architekt A seinen PC reparieren. Die Rechnung erhält A Ende November 01. Er begleicht den Rechnungsbetrag jedoch erst im Februar des Folgejahres 02. Als A Ende des Monats Februar 02 seine Steuererklärung für das Jahr 01 erstellt, überlegt er, ob er die Rechnung für die Reparatur noch im Rahmen seiner Gewinnermittlung für das vergangene Jahr 01 berücksichtigen und so seinen steuerpflichtigen Gewinn aus dem Jahr 01 mindern kann. A
Architekt A muss die Ausgaben für die Reparatur des PC im Folgejahr 02 berücksichtigen. Tatsächlich abgeflossen ist das Geld erst im neuen Jahr. Den Gewinn aus dem Vorjahr 01 kann er mit diesen Kosten also nicht mehr mindern. Hinweis: Was anderes gilt jedoch für die Vorsteuer. Ist die Leistung erbracht und die Rechnung liegt vor, kann die Vorsteuer auch ohne Erfolg der Zahlung im Jahr 01 angemeldet werden. Kann, steht hier nicht muss. So. Und jetzt kommt Übersicht 24, die unterschiedlichen Zufluss- und Abflusszeitpunkte. Es geht um die Zahlungsart, das ist die ganz linke Spalte dieser Übersicht oder Matrix. Dann gibt es den Zuflusszeitpunkt und es gibt den Abflusszeitpunkt. So, Zahlungsart ist Abtretung. Zuflusszeitpunkt, Abtretung, Anerfüllung statt Datum der Abtretungserklärung. Abtretung erfüllungshalber, in Klammern Zahlung erfolgt durch durch Dritten, Datum der Zahlung. Abflusszeitpunkt, Abtretung an Erfüllung statt, Datum der Abtretungserklärung. Bei Abtretungserfüllungshalber, Datum der Zahlung durch Dritten. Dann gibt es die Zahlungsart Aufrechnung. Datum des Zugangs der Aufrechnungserklärung ist der Zuflusszeitpunkt und Datum des Zugangs der Aufrechnungserklärung ist auch der Abflusszeitpunkt. Dann gibt es die Barzahlung. Zuflusszeitpunkt ist das Datum der Geldübergabe. Der Abflusszeitpunkt ist ebenfalls das Datum der Geldübergabe. Beteiligungen, Dividenden, Datum des Geldeingangs und der wirtschaftlichen Verfügungsmacht. Das ist in der Regel die Gutschrift auf dem Konto. Einen Abflusszeitpunkt gibt es nicht. Kreditkarte, EC-Karte. Der Zuflusszeitpunkt ist die Gutschrift auf dem Konto und der Abflusszeitpunkt ist die Hingabe, Zahlungsbeleg nach Unterschrift. Deshalb heißt es auch Kreditkarte und man zahlt Zinsen. Dann gibt es die Zahlungsart Lastschrift, das ist die Gutschrift auf dem Konto als Zuflusszeitpunkt. Der Abflusszeitpunkt ist die Abbuchung vom Bankkonto im Klammern Tag der Lastschrift, Klammer zu. Dann gibt es die Novation. Umwandlung eines Schuldverhältnisses, zum Beispiel einer Forderung in ein Darlehen. Datum der Verfügung, durch die aus der alten Forderung ein neues Schuldverhältnis entsteht. So. Datum der Verfügung, durch die aus der alten Forderung ein neues Schuldverhältnis entsteht. Das ist der Zuflusszeitpunkt. Bei der Novation Abflusszeitpunkt, Datum der Verfügung, durch die aus der alten Forderung ein neues Schuldverhältnis entsteht, ist auch der Abflusszeitpunkt. Dann gibt es den Scheck. Da ist der Zuflusszeitpunkt, Hingabe des Schecks, sofort Deckung besteht. Das ist die Behandlung, die Barzahlung. Und Scheck, Abflusszeitpunkt, Hingabe des Stecks, sofern Deckung besteht, Behandlung wie Barzahlung. Das sofern Deckung besteht, verstehe ich nicht. Ich würde den trotzdem bilanzieren und danach anzeigen und den Betrug auch ans Finanzamt melden. Wer das nicht macht, ist einfach nur scheiße doof. Naja.
Es ist der Ewald von Kleist Verlag und das Buch heißt EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis, und das ist in Deutschland andere Praxis, das glaube ich sofort. Vor allem, wenn ich mir überlege, was ich heute Morgen schon wieder gehört habe. So. Zweite Ausnahme, Vorauszahlung für mehrere Jahre. Ach ja, es gibt noch die Überweisung. Der Zahlungszeitpunkt ist Gutschrift auf dem Konto und der Abflusszeitpunkt ist Hingabe der Überweisungs-, Hingabe-Überweisungsauftrag an Bank. So. Im Kapitel Lektion Zu- und Abflussprinzip bin ich bei der zweiten Ausnahme Vorauszahlungen für mehrere Jahre angekommen. Werden Wirtschaftsgüter überlassen und wird für die Überlassung dieser Wirtschaftsgüter eine Nutzungsüberlassungsvergütung im Voraus von mehr als 5 Jahren geleistet, in Klammern Miete, Pacht, ist die Zahlung über den Nutzungszeitraum zu verteilen. Davon ausdrücklich ausgeschlossen ist ein Damnum, soweit es marktüblich ist. Das ist Beschluss 11 Absatz 2 Satz 4 Einkommensteuergesetz. Wie gesagt, ein Damnum ist mir auch schon untergekommen. Das ist auch erklärt worden. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. ABC. Wie wichtig das Damnum ist, sieht man im Sachregister und ich kenne es nicht, außer aus diesem Buch. So. Ich habe aber auch noch nicht den Beschluss 11 Absatz 2 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes gelesen. So, damit kommen wir zu Fall 82, das angemietete Schloss. Rechtsanwalt R. hat aufgrund eines gewonnenen, aufsehenerregenden Prozesses und dem damit verbundenen Renommee einen vorläufigen Gewinn von 500.000 Euro per 30.11.01. Schnurstracks mietet er vis-à-vis vom Schloss Charlottenburg eine Etage für seine Kanzlei ab dem 01.01.02 an. Mit dem Vermieter vereinbart er die Miete für den vereinbarten 10-Jahres-Zeitraum in einem einzigen Betrag, 360.000 Euro, zu bezahlen. Die Bezahlung erfolgt tatsächlich am 15.12.01. Was sind die Konsequenzen? Rechtsanwalt R. muss die gezahlte Vergütung verteilen und kann sie nicht im Jahr 01 als Betriebsausgabe absetzen. Ab dem Jahr 02 kann er jährlich 36.000 Euro als Mietaufwand steuern berücksichtigen. Steuertipp. Steuertipp, wären Sie in der Rolle des Vermieters, räumt Ihnen die Finanzverwaltung ein Wahlrecht ein. Sie können die Einnahmen im Jahr des Zuflusses komplett versteuern oder über den Zeitraum, in Klammern 10 Jahre, verteilen. Aufgrund des mit der Höhe des Einkommens ansteigenden Steuersatzes, in Klammern Progression, sollten Sie also immer solche Einnahmen verteilen. So. Die dritte Ausnahme, die 10-Tage-Regel. Dritte Ausnahme, die 10-Tage-Regel, muss ich erst den einführenden kurzen Text vorlesen. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und Einnahmen werden dementsprechenden Kalenderjahr zugeordnet, dem sie wirtschaftlich angehören, soweit die Zahlung und Gutschrift 10 Tage vor oder 10 Tage nach dem Jahreswechsel erfolgte. So.
Ich lese es nochmal vor. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und Einnahmen werden dem entsprechenden Kalenderjahr zugeordnet, dem sie wirtschaftlich angehören, soweit die Zahlung Gutschrift 10 Tage vor oder 10 Tage nach dem Jahreswechsel erfolgte. Steuer muss man nicht verstehen, Steuer muss man bezahlen. So. Fall 83. BKB kauft sich im November ein Touchscreen-Handy. Dieses wurde von Bäckerlehrling L aus Versehen in den Backofen geschoben und beim ersten Klingeln sofort wieder herausgeholt. Aus Versehen. Wenige Tage vor dem Jahreswechsel muss er es dennoch reparieren lassen. Die entsprechende Rechnung lautet auf dem 23. Dezember des Jahres 01. Fällig ist der Rechnungsbetrag am 30.12.01. Bäcker B bezahlt die Rechnung jedoch erst im neuen Jahr am 3. Januar 02. Kann er diese Zahlung noch im Rahmen der Einnahmeüberschussrechnung für das Jahr 01 berücksichtigen? Das ist auch eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe. Der macht das jedes Jahr, immer am gleichen Datum, der Bäcker. Die 10-Tage-Regelung könnte Aufwendungen, aus Versehen macht er das jedes Jahr. Also die 10-Tage-Regelung könnte Anwendung finden und die Ausgabe noch dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr 02 zugeordnet werden. Die Zahlung ist am 30.12.01 fällig. Und B bezahlt auch innerhalb des 10-Tage-Zeitraums am 3.1.02. Grundsätzlich könnte die Rechnung noch im Jahr 01 berücksichtigt werden, wenn es sich bei dieser Zahlung um eine regelmäßig wiederkehrende Zahlung handelt. Das ist jedoch nicht der Fall, wenigstens sagen Sie das. Er kann daher die Rechnung nur im neuen Jahr 02 steuerlich berücksichtigen und als Betriebsausgaben ansetzen. Jetzt kommt der Zwischenstopp. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben sind gemäß des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses am Beginn oder am Ende jenes Kalenderjahres zahlbar, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Sie müssen aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses, Klammer auf, Vertrag oder auch öffentliches Rechtsverhältnis, Klammer zu, immer wieder geschuldet werden. Nicht erforderlich ist, dass die Zahlung regelmäßig in derselben Höhe erfolgt. Keine regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind demnach nur einmalig zahlbare Beträge oder solche, die immer wieder neu beschlossen oder begründet werden. Klammer auf, Dividenden, Aufsichtsratsvergütungen, Kapitalerträge aus stillen Beteiligungen, Klammer zu, und nur zufällig in diesen Zeitraum fallen. Weder Einnahmen aus Warenverkäufen oder Dienstleistungen noch Ausgaben im Zuge von Wareneinkäufen oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen stellen regelmäßig wiederkehrende Zahlungen und Ausgaben dar, wenn dem nicht ein Dauerschuldverhältnis zugrunde liegt. Punkt. Ende des Zwischenstopps. Fall 84, die verspätete Gehaltszahlung. Und ich gucke nach meiner Brioche, ich bin gleich wieder da.
die war leider noch nicht so weit. Also, Fall 84, die verspätete Gehaltszahlung. Facharzt F. zahlt die Gehälter seiner angestellten Mitarbeiter am Ende des Monats so aus, dass diese jeweils 2 bis 3 Tage nach Ablauf des jeweiligen Leistungsmonats auf deren Konto eingehen. Die Fälligkeit der Gehälter liegt auf dem jeweils letzten Arbeitstag im Monat. Dementsprechend erhalten die Mitarbeiter das Gehalt für den Monat Dezember des Jahres 01, also erst am 2. bzw. 3. Januar des Jahres 02. Kann F die Zahlungen für den Monat Dezember 01 doch im Rahmen seiner EÜR für das Jahr 01 ansetzen und steuerlich als Betriebsausgaben berücksichtigen? Bei Löhnen und Gehältern handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Leistungen. Sind diese innerhalb des 10-Tage-Zeitraums nach dem Jahreswechsel erfolgt und das Fälligkeitsdatum liegt im Vorjahr, muss F die Ausgaben dem Dezember 01, also dem Vorjahr, wirtschaftlich zuordnen und steuerlich berücksichtigen. Dazu noch eine Übersicht über ich lese es nochmal vor. Ich habe es, glaube ich, verstanden, ich habe es aber schlecht vorgelesen. Bei Löhnen und Gehältern handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Leistungen. Sind diese innerhalb des 10-Tage-Zeitraums nach dem Jahreswechsel erfolgt und das Fälligkeitsdatum liegt im Vorjahr, muss F die Ausgaben dem Dezember 01 in Klammern also dem Vorjahr, Klammer zu, wirtschaftlich zuordnen und steuerlich berücksichtigen. So, ich habe es verstanden. Dazu nun eine Übersicht über die 10-Tage-Regel. Übersicht 25, die 10-Tage-Regel. Voraussetzungen der 10-Tage-Regel. Die Zahlung wird zwischen dem 22.12. und dem 10.01. vorgenommen. Die Fälligkeit des Anspruchs liegt zwischen dem 22.12. und dem 10.01. Zu- und Abfluss der Zahlung und ihre wirtschaftliche Zugehörigkeit liegen in 2 verschiedenen aufeinanderfolgenden Kalenderjahren. Es handelt sich um eine regelmäßig wiederkehrende Zahlung, in Klammern Steuerschuldverhältnis, Folge, Zuordnung zu dem Jahr, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Das muss alles 4 erfüllt sein, ansonsten ist das nicht so, so habe ich das verstanden. Hierzu einige Beispiele regelmäßig wiederkehrender Einnahmen und Ausgaben. Arzthonorare, Arzthonorar der Kassenärztlichen Vereinigung, Gehälter und Löhne, Miete und Pacht, Renten, Telefonvertrag, Umsatzsteuervorauszahlung, Wasser- und Stromzahlungen, Müllgebühren, Zinsen, Leasingverträge, Honorarverträge. Wie gesagt, Steuern muss man nicht verstehen, Steuern muss man zahlen. Leitsatz 28. Zuordnung regelmäßig wiederkehrender Einnahmen und Ausgaben. Im Rahmen der EÜR sind zeitliche Abgrenzungen lediglich bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen, die in den letzten oder den ersten 10 Tagen eines Jahres erfolgen und die Einnahmen und Ausgaben in diesem Zeitraum auch fällig sind. Dann müssen sie dem Jahr zugeordnet werden, in das sie wirtschaftlich gehören. So. Es ist ein Muss. Ich zahle hier meine Miete im Voraus.
Für die verschimmelte Wohnung. So. Nachher würde ich wieder mache ich wieder die Küche mit viel warmem Wasser und dem nassen Auge sauber. Ich habe jetzt schon nur noch die Hasskappe auf den Scheiß, der hier stattfindet. Ja, Küche ist mir auch schon Essen, das ich fachgerecht behandelt habe, verschimmelt. Jetzt mehrmals. Man muss das eigentlich nur einmal am Tag um mehr als 40 Grad erwärmen oder abkühlen. Dann sollte das nicht passieren. In der Küche hier passiert es. Ich habe wirklich einfach nur die Schnauze voll hiervon. Ich kriege aber keinen anderen Wohnraum. Also es ist niemand mehr Wohnraum. Mein Lebensmittelpunkt ist am Pfaffenberg. Ich verstehe es nicht, was hier stattfindet. Ich verstehe auch nicht, was das Arbeitsgericht und das Amtsgericht hier machen. Ich verstehe auch nicht, warum ich kein Arbeitszeugnis bekomme. Ich verstehe auch nicht, was Rechtsanwälte hier in diesem Kackland machen. Ich kann nur arbeiten. Na, ja. Vierte Ausnahme: Anschaffung von Anlagevermögen. Die vierte Ausnahme haben Sie bereits kennengelernt. Haben Sie Anlagevermögen im alten Jahr geliefert bekommen, bezahlen Sie jedoch erst im Folgejahr, können Sie dennoch die Abschreibung mindernd geltend machen, wenn. So, ich muss es nochmal lesen. Die vierte Ausnahme haben Sie bereits kennengelernt. Haben Sie Anlagevermögen im alten Jahr geliefert bekommen, bezahlen jedoch im Folgejahr, können Sie dennoch die Abschreibung mindernd geltend machen, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und Sie die wirtschaftliche Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut haben. Beispiel: Im November 01 bekamen Sie eine Maschine mit Rechnung geliefert. Anschaffungskosten 120.000 Euro, 10 Jahre Nutzungsdauer AFA pro Monat. Das sind 1.000 Euro. Die Bezahlung erfolgt vereinbarungsgemäß erst im März 02. Die Abschreibung in Höhe von 2.000 Euro, 11 und 12 je 1.000 Euro, können Sie bereits in 01 geltend machen. Zu den vier Ausnahmen zum Zu- und Abflussprinzip nun eine abschließende Übersicht. Leitsatz 29. Die vier Ausnahmen zum Zu- und Abflussprinzip. Vom Grundsatz des Zu- und Abflussprinzips der Einnahmeüberschussrechnung gibt es vier Abweichungen. Erstens: Die wirtschaftliche Verfügungsmacht muss vorliegen. Liegt diese nicht vor, ist die Ausgabe und Einnahme, Ausgabe bzw. Einnahme noch nicht zu berücksichtigen. Ausgabe/Einnahme nicht zu berücksichtigen. Ich glaube, das heißt hier oder. Zweitens: Vorauszahlungen für Nutzungsüberlassungen von mehr als 5 Jahren müssen über den bezahlten Nutzungsraum Zeitraum verteilt werden. Siehe Schlossetage vorher. Erhaltene Einnahmen in Klammern Nutzungsüberlassungen können über den Zeitraum verteilt werden. Da kann man sich das aussuchen bei den Einnahmen. Drittens: Werden regelmäßig wiederkehrende Einnahmen oder Entschuldigung. Werden regelmäßig wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmen 10 Tage vor bzw. 10 Tage nach dem Kalenderjahr gezahlt oder man erhält sie, sind diese abweichend vom Abflusszufluss-Zeitpunkt. Vom Abflusszufluss-Zeitpunkt im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit anzusetzen.
Im Finanzamt geht es gern nach alphabetischer Reihenfolge. Ich würde da Zufluss, Abfluss, Zeitpunkt, aber egal. So, viertens. Anlagevermögen kann bereits, in Klammern über die Abschreibungen, Klammer zu, steuerlich berücksichtigt werden, wenn über das Anlagevermögen wirtschaftlich verfügt werden kann und eine Rechnung vorliegt. Das Anlagevermögen muss noch nicht bezahlt sein. So. Ich habe weniger als 10 Minuten noch auf der Uhr. Die nächste Lektion ist sehr kurz. Ich werde die jetzt vorlesen, direkt im Anschluss. Dazu drücke ich zweimal auf den roten Knopf.